Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Und dieses Video, wie du sehen kannst, ist nicht umsonst mit dem Titel Grundlagen für Offiziere versehen, denn Grundlagen für alle Allianzen werde ich euch zeigen, was man so alles beachten sollte. Das ist noch das alte Video, was ich nachhinein kommentiert habe mit meinem etwas besseren Mikrofon, denn leider vom Handy auf, und das ist halt was immer das große Problem ist immer das Problem, dass eben das Mikrofon, die Aufnahme des Mikrofons nicht so hochwertig ist, und leider bei Kabam auch immer das Problem ist, dass man immer noch nicht als YouTuber im Entwicklermodus sein kann. Okay, schießen wir jetzt mal los. Ihr habt hier einmal noch die alte Version. Die alte Version, da war das damals so, dass die Kicks Status bei Eintragen so manuell funktionierte. Mittlerweile sind wir auf der automatischen Version, was ich ja auch vorausgesagt habe vor über 2 Jahren und einem Jahr. Das waren aber einfach nur eigentlich Sachen, die Kabam selbst gepostet habe. Also Kabam selbst gepostet hat, und das wurde halt von Kabam geleakt. Warum? Dass die mal das geleakt haben und dann das vergessen hatten, irgendwie diesen Beitrag verschwinden zu lassen. Keine Ahnung, man hat tatsächlich diesen Beitrag noch, wenn man ganz viel Recherche betreibt. Da gibt es einen Link, da kann man das noch finden, und da haben die das dann gesagt, dass sie da eine Änderung machen vor 2 Jahren. Das haben die natürlich erst jetzt geschafft und nach 1000 Jahren, und haben es also vor ein paar Wochen geschafft, vor dem Jahr 2023, das ein neues Modell für die Allianzkriegszuweisung zu machen. Eine automatische Möglichkeit. Okay, so, jetzt, was ist wichtig? Ein Einstieg, das war jetzt erstmal so ein Vorwort, und gleich werden wir uns zum Einstieg begeben. Wichtig ist, du solltest Tee haben, du solltest Plätzchen haben, du solltest irgendwas zum Essen haben, denn das ist eine richtige Schulung. In diesem Schulungsvideo werde ich dich also für Allianz fit machen, und ich würde mal sagen, let's go! So, wie du hier sehen kannst, haben wir unsere Champions und die Synergy, also die Kollektivboni, die funktionieren schon seit einiger Zeit auch für Allianzkriege. Das heißt, das ist ganz normal wie bei einer ganz normalen Story-Mission. Okay, das ist das eine, was man erwähnen sollte. So, das ist dein Team. Okay? Und dein Team kannst du bearbeiten. Was ganz, ganz wichtig ist. Und du kannst auch eine Vorschau machen für zum Beispiel, ja, dein Team. Also das heißt, du kannst die Verteidiger wählen. Also wir klicken auf mein Team bearbeiten, bevor wir irgendwas machen, also bevor wir irgendwas mit Forscher machen, und haben jetzt die Möglichkeit, da unser Team zu verändern. Unsere Verteidigung also können wir verändern, auch können wir Synergy, also das heißt Kollektivboni, nutzen, und das ist eine Funktion, die du nicht vergessen solltest und nutzen solltest, denn tatsächlich Kollektivboni wie Dormammu und Blade können tatsächlich Sonderfunktionen eines Champions auf einer Plattform bzw. mal mit verschiedenen Buffs zusätzlich verstärken. Als Offizier solltest du wissen, dass es 3 Felder gibt. Es gibt einmal den Anfang, also das heißt, das, was wir hier sehen, das ist der hintere Teil, wie bei einem Fußballplatz. Und dann geht es weiter, dann haben wir dementsprechend auch das Mittelfeld. Das ist dann der mittlere Teil. Und zum Schluss das Angriffsfeld. Also da meistens, wo der Boss ist und wo der Torwart drin wäre, wenn man das mit dem Fußball vergleichen würde. Das Wichtigste ist, deswegen habe ich das nochmal markiert, dass das Ende mit den besten Champions versehen werden muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist super, super wichtig. Und da ist wichtig, dass man Top-Verteidiger reinbaut. Meistens sind es auch Champions, die in die entgegengesetzte Richtung Top-Angreifer sind. Denn Top-Angreifer sind meistens auch die besten Verteidiger.
In dem Fall ist das Ding oder die Kühen in normalen Missionen ein Top-Angreifer oder Apokalypse oder Void oder sogar Domino. Man hat die Möglichkeit als Offizier auf Profilanzeigen zu klicken. Und wenn man das gemacht hat, dann erhält man nicht nur die ersten drei Champions, nein, ich werde dir hier auch zeigen, wie du auch die restlichen Champions von deinem Mitglied erfahren tust. In dem Fall können wir einfach auf Allianz Champions Anzeigen klicken. Das ist eine Funktion, die es erst seit, naja, ein paar Jährchen gibt, ein, zwei Jährchen. Und natürlich wird sie immer noch nicht von allen genutzt, deswegen hier im Video erklärt nochmal, und diese Funktion hat, also bietet die Möglichkeit, mehr Champions anzuzeigen. Du siehst hier einmal oben an die Registerkarten Kriegsangreifer und Kriegsverteidiger und Allianzmission. Das alles wird noch natürlich in Zukunft noch bearbeitet, aber was du sehen kannst, ist die Top-Angreifer von Hofi, einer unserer besten Zocker in Allianzkriegen oder einer von unseren ziemlich guten, sehr guten. Und da siehst du, dass er zum Beispiel Schwein Spider-Arm drin hat und bevorzugt. Du kannst natürlich auch den Level sehen. Also Level ist auch wichtig, wenn hier jemand schon ein Duplikat zur Verfügung gibt. Und da kannst du auch den Level sehen. Mit dem Level also siehst du die Fähigkeiten, die aktiviert sind. Und umso höher der Level ist, umso mehr prozentuale verändern sich die Fähigkeiten der Champions von Marvel Stunde Superhelden. Ganz, ganz wichtig, Champions, es sind nicht nur Helden, sondern auch Schurken zur Verfügung. Darum verwende ich hier das Term Champions. Okay? So. Und je nachdem, wie ausgeprägt die Fähigkeiten eines Champions sind, können diese sehr von Nutzen sein auf gewisse Knotenpunkte, oder der Champion ist ohne Nutzen, weil er halt nur mit einer gewissen Fähigkeit, also mit dem aktivieren der Fähigkeit, in dem Fall mit dem Duplikat, duplizieren eines Champions, dann von Nutzen wäre. Das ist zum Beispiel wie Medusa oder halt Spider-Ham. Manchmal ist ein Duplikat nice to have, schön zu haben, auf Deutsch übersetzt. Manchmal ist es jedoch notwendig, um die volle Vielfalt eines Champions in der Verteidigung zu entfalten. Hier haben wir einmal die Kriegsangreifer. Die sind dann je nachdem diejenige benutzt für den Angriff. Je nachdem werden sie aktualisiert oder nicht. Man sollte da als Offizier definitiv dem Mitglied also einen Hinweis geben, dass auch da öfters das Profil aktualisieren muss, auch von seinen Top-Angreifern, damit man eventuell da auch sagt, okay, vielleicht können wir da noch eine Optimierung machen. Hier haben wir jetzt nun die Kriegsverteidiger. Die Kriegsverteidiger sind in dem Fall die fünf Verteidiger, die man dann für die Verteidigung, bevor der Allianzkrieg-Angriff startet, platziert. Und da kann man dementsprechend auch die Liste aktualisieren, sollte man auch machen, so monatlich, vielleicht einmal oder zweimal im Monat, weil in den meisten Fällen da hat man schon mindestens zwei, drei Champions, gerade wenn man in höheren Allianzen spielt, ohne Probleme aufgerüstet. Da ist auch wichtig, dass man da so viel wie möglich Champions dem Offizier bereitstellt, damit der wiederum aus diesem Champion-Pool, also dem Pool der Kriegsverteidiger, sich das aussuchen kann. Und so hat der Offizier es leichter und kann immer schauen, ah, okay, der hat den drauf gemacht, den, und welchen könnte ich noch nehmen, die ist gut für die Verteidigung, er ist gut und so weiter, der ist gut oder der ist gut, ne? Also da hat man dann die Möglichkeit, eine individuelle Verteidigung als Offizier für seine, je nachdem welche Kampfeinheit du dann regieren tust, dann halt zu erstellen. Schauen wir
uns doch mal eine Plattform an. Wie ist sie aufgebaut? Was sind das für Knoten? Und was machen die eigentlich? Hier haben wir zum Beispiel eine Plattform 17. Das ist eine Plattform, also kein Knoten, wohlgemerkt. Sie heißt Plattform 17 und darauf sind Buffs. Das nennt man einfach ein lokaler Knoten. Und lokale Knoten haben orangene Buffs. Das heißt, das sind festgelegte, feste Buffs. Und da haben wir einmal ISO versetzt, Gesundheit und kinetischer Reaktor. Und dieser Feind generiert Kraft, wenn er einen Gegner in der Abwehrstellung trifft. Wie ist das zu verstehen? Das ist ganz einfach. Wenn du in der Abwehr bist, weil du im Blockmodus bist, dann generiert dein Gegenüber, in dem Fall dein Gegner, gegen den du antrittst, Kraft. Das heißt, er bekommt Kraftzufuhr. Sein Power, also sein Superkraftbalken oder Powerbalken füllt sich langsam auf. Das ist im Endeffekt auch schon alles, denn es gibt je nachdem, welche Allianz du bist und wie hoch du also bist, also Silber 1, es gibt ja gewisse Ranglisten, Silber, Gold, dann gibt es Platin und so weiter. Je nachdem, wie hoch du bist, verändern sich Plattformen und mit den Plattformen die Knotenpunkte und die Buffs, die auf den Plattformen bzw. auf dem Knoten liegen. Und lokale Knoten, die kannst du jetzt nicht löschen. Es gibt aber auch andere Knotenpunkte, das sind dann die Lilanen, das sind dann dementsprechend ganz andere Knoten, also Typen, die kannst du löschen. Schauen wir uns mal die nächste Plattform ein. Ich mache mal einfrieren. So, dann bewegt sich das Bild nicht im Hintergrund und wir können nur das besprechen. Also, wir haben immer auf einer Plattform, also auf einem lokalen Knoten, haben wir immer in dem Fall ISO versetzt und Gesundheit. Die ersten, also beiden Buffs, die sind immer gleich, wie du gemerkt hast. Dann das, was da drunter kommt, das ist interessant. Das können Buffs sein wie Rüstung oder Immun gegen Blutrausch oder kritische Treffer oder verbesserte kritische Buffs. Gewisse Knotenpunkte, wie zum Beispiel, die sich so nennen, also verbesserte kritische Buffs, bedeutet, dass da eine Fähigkeit von einem Champion verbessert wird. Das heißt, wenn der Champion diese Fähigkeit jedoch nicht mitbringt, dann kann man sie nicht verbessern. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man einen Champion mit einer Fähigkeit hinzufügt, die er beherrscht. Wenn er nämlich die nicht hat, dann macht das keinen Sinn und war das nutzlos, der Champion. Und dann hat man umsonst den auf diese Plattform im Endeffekt als Verteidiger gestellt. Und darum, das ist auch ganz wichtig zu beachten, sollte man immer seine Champions kennen. In den meisten Fällen hast du eine Liste mit der Zeit und machen wir auch eine Liste bei Game of Thrones. Aber meistens hat man schon eine Liste selber, wenn man sich so weit mit Allianzkriegen ausstellt, also auskennt. Und dann hat man je nachdem eine kleine Liste zum Spicken und kann sich dann an dieser Liste orientieren, welche Champions welche Fähigkeiten haben. Wenn man Auntmay, es gibt auch Seiten wie Auntmay, da sind so einige, eine kleine Überblick an einer Liste. Du solltest auf jeden Fall Know-how mitbringen und deine Champions, beziehungsweise nicht nur deine, sondern auch die Champions im Allgemeinen sehr gut kennen. Schauen wir uns mal die nächste Plattform an, zum Beispiel hier Plattform 5, klingt doch interessant. Da haben wir auch wieder einen ganz anderen Buff. Da haben wir also dementsprechend ISO, Gesundheit, wie immer, aber wir haben Energietanken. Was macht denn eigentlich dieser Buff? Dieser Buff, wie er schon sagt, erhöht die Kampfstärke deines Verteidigers um 50%, und das ist eine ganze Menge. Es bedeutet auch, dass ein Champion, der zum Beispiel die Fähigkeit hat, gar keine Energie zu tanken, also wenn zum Beispiel seine Kraftbalken sich langsam auffüllt, dass er hier sozusagen sich verändert und der Kraftbalken auf einmal sich schneller auffüllt. Das bedeutet aber auch wiederum, dass Champions wie Hyperion oder wie zum Beispiel Symbion Supreme oder Sorcerer Supreme, dass diese Champions die Kraftbalken von automatisch und von vornherein
sich schnell auffüllen, also die Fähigkeit schnell aufzufüllen, dass diese noch um weiteres verstärkt werden, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und da sollte man sich auch wirklich Gedanken darüber machen, dass man einen Champion entweder setzt wie Hyperion, um seine Fähigkeit noch stärker zu machen, zu verstärken, oder eben, dass man einen Champion setzt, der das nicht mitbringt, also der keine diese Buff-Fähigkeit mitbringt oder, sagen wir mal, eine passive Fähigkeit, und dann halt dafür damit den Champion um eine Fähigkeit erweitert. Schauen wir uns mal die Plattform 9 an. Bei der Plattform 9 sehen wir zum Beispiel, dass es ein Buff ist mit Namen Sadist 1. Das heißt, dass dieser Verteidiger 10% Angriff pro Debuff erhalten tut, der auf ihm liegt. Also, nehmen wir mal an, wir haben einen Kingpin und Kingpin hat Wut, also einen nicht schädlichen Wut-Debuff, dann kann tatsächlich dieser Champion sehr gemein sein. Oder wir nehmen mal ein Abomination Immortal an mit Duplikat und hoher Signatur, der sich selbst dreimal vergiftet. Auch das kann sehr ätzend sein, denn dadurch kann der Abomination Immortal noch fieser, noch gemeiner, noch schwerer zu bekämpfen sein, denn seine Stärke, also sein Angriff pro Schlag ist um über 30% von vornherein schon gewachsen. Man muss jetzt nicht eins und eins zusammenziehen können oder sich auch jetzt nicht wissenschaftlich damit befassen. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, was das dann für dich bedeutet, wenn du so einen tollen Verteidiger in deine Allianzkrieg-Verteidigung stellen tust. Schauen wir uns mal an die Plattform 13, was wir da für einen tollen Knotenpunkt haben. Also da haben wir zum Beispiel Ruhe. Alle 25 Sekunden werden alle Buffs und Debuffs von beiden Champions entfernt und beide Champions werden auf 0 Kraft zurückgesetzt. Das heißt im Endeffekt, dass wenn du da einen Verteidiger setzt, der zum Beispiel einen Blutrausch-Debuff bekommt, dass nach 25 Sekunden dieser entfernt wird. Es bedeutet aber auch, dass man da diese Plattform ausnutzen kann, denn ein Angreifer, wenn er merkt, dass fast eine Eskadrille geladen wird, der kann tatsächlich dafür sorgen, dass der Gegner gar nicht dazu kommt, eine Eskadrille zu laden, indem er einfach nach links, nach vorne geht und die Zeit zählt, 25 Sekunden und voilà, Monsieur, mon amour, 25 Sekunden sind abgelaufen und der Angreifer, also dein Verteidiger, ist wieder ganz von vorne, muss er anfangen, ohne eine SK3, ohne eine SK1 und ohne SK2 zu aktivieren, denn die Kraft wird komplett auf Null gesetzt. Ich halte nichts von dieser Plattform, wenn ihr in einer unteren Stufe seid im Allianzkrieg. Ich sage, hier könnt ihr ruhig den schlechtesten Champion reinstellen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich glaube, hier muss ich nicht viel erwähnen. Das ist ein Energieresistenzknoten und da sind halt 10% Energieresistenz. 10% klingt vielleicht nicht viel, aber diese 10%, und das ist ganz, ganz wichtig, werden in zwei verschiedenen Aspekten gezählt. Ein Aspekt ist, dass wenn ich einen Champion habe, der Energieresistenz, wo drin steht 50%, dass da plus 10 ist auf einmal 60% werden. Wenn da ein anderer Wert steht, wie zum Beispiel Energieresistenz um 2000 Punkte,
dann wird wiederum zu den 2000 10% addiert. Das heißt 2000 durch 100, dann haben wir sage und schreibe 20 und das mal 10. Das heißt 200, das wären dann im Endeffekt 2200 Punkte statt 2000 Punkte Energieresistenz. Das Ganze verhält sich mit der Plattform 4 auch nicht anders. Statt Energieresistenz ist hier physische Resistenz. Das bedeutet der Schlagschaden. Das heißt, wenn der Verteidiger angegriffen wird von dem Angreifer, dann hält er mehr Schläge hält er aus. Das heißt, er ist ein bisschen robuster. Physische Resistenz klingt nicht manchmal viel, aber gerade bei Champions mit Armor, also ab, das heißt mit Rüstungs, können zusätzlich davon profitieren. Hier werde ich euch auf jeden Fall eine Liste noch bereitstellen in den kommenden Tagen, wo ich euch Champions empfehle, die ihr auf diese Plattform als Verteidiger stellen könnt. Dieser Knotenpunkt ist mit einem Schaden versehen, also mit einem Buff, dass man 2% seiner maximalen Gesundheit pro Sekunde verliert. Anders wiederum, wenn ich den Verteidiger angreife, in dem Fall nehmen wir mal an deinen Verteidiger, dann gewinne ich aber wieder Lebensraum. Das heißt, ich regeneriere wieder meine Gesundheit. Daher ist es wichtig, Champions auf dieser Plattform zu setzen, die eine zusätzliche Abzug zu den 2% haben. Ein Beispiel wäre Iceman oder ein Beispiel wäre wie Vision Arcanus, glaube ich. Das sind so Beispiele, oder wie Abomination Immortal. Das sind so Champions, die sehr, sehr effektiv sind auf dieser Plattform. Oder auch man kann hier auch Mojo reintun, also Champions, die zusätzlich Schaden hinzufügen zu dem schon 2% Direktschaden, den man pro Sekunde erhalten tut. Auch da folgt eine Liste.